Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu ARMS, dem Global Test Bunch. Das sind ein paar Teststunden an diesem Wochenende, an denen man ARMS schon spielen kann. Wer ARMS nicht kennt, das liegt daran, dass dieses Spiel noch nicht draußen ist. Und ja, es ist ein Prügelspiel, ein Kampfspiel von Nintendo, wo man mit Armen kämpft. Ich kann das kurz mal zeigen. Wir gehen mal in einen Standardkampf hier hinein, denn es funktioniert folgendermaßen. Man hat verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Arme zur Verfügung stehen haben. Wir sehen es hier, zum Beispiel der Springman hat wahrscheinlich die Fähigkeit, dass er höher springen kann und hat diese drei Arme zur Auswahl. Man kann immer zwei verschiedene ausrüsten oder zweimal dieselben, alles ist möglich. Und ja, deswegen kann man sich hier entscheiden, was man spielt. Ich hab noch nicht... Okay. Ich war zu langsam und deswegen geht's jetzt ins Match mit Mini-Min. Die habe ich schon ein paar Mal gespielt, denn die hat hier diesen Laser-Lindwurm. Den nehme ich als rechten Arm und links nehme ich einfach Megabatt als Waffe. Und die finde ich ganz cool, weil das ist einfach ein Drache. Der macht so Piu und dann... Nein! Oh Gott! Oh nee! Und dann... Zack! Oh Gott. Okay, es ist gerade alles verwirrend, nebenher zu reden. Auf jeden Fall, wie dieses Spiel funktioniert. Gerade sind wir in der 3 gegen 3 Runde. Es gibt verschiedene Formate und... Piu! Okay. Man kann blocken und alles und... Man kann hier auch auf die Seite drauf springen, dann kriegt man so einen Boost, aber allerdings kann ich... Oh Gott, warum hat die so groß? Die hat doch denselben Charakter wie ich, oder? Zack, okay, die hat gerade ihre Ulti aktiviert. Also im Prinzip hat man diese zwei Arme, kann hier zwischen den Zielen switchen und man hat einen Dash, so einen ganz kleinen, den benutze ich gerade. Und man kann springen. Außerdem kann man blocken und man kann sich so eine Ulti-Leiste aufladen und die kann man dann irgendwann... benutzen. Gleichzeitig kann man grabben, wenn man beide gleichzeitig macht, dann grabt man jemanden und dann wird man zurückgegrabt, wenn alles optimal läuft. Der Grab, durchbricht auch die Rüstung und es ist voll und größere Schläge wehren kleinere ab. Als zum Beispiel, obwohl, die hat auch wenig Leben. Oh nein, 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 nein. Ich will das schaffen. Komm schon. Ja. Ja, okay, wir haben sie. Ihr habt gerade gesehen, ich bin in so eine starke Form gegangen. Das bedeutet, dass ich meine Ulti aktiviert habe und dann hat man einfach so, ist jeder Schlag verstärkt und wir haben es irgendwie geschafft zu gewinnen. Obwohl ich ja nicht so viel gemacht habe. Ich glaube, die haben sich einfach gegenseitig geprügelt und ich habe sie am Ende abgestaubt. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier auch das Lobby-System. Es funktioniert folgendermaßen. Man hat so eine Lobby mit mehreren Spielern drin und dann wird man immer durcheinander gewürfelt in verschiedenen Modi. Es gibt 3 gegen 3, es gibt 2 gegen 2, es gibt 1 gegen 1. Dann gibt es noch so eine Volleyball-Variante und jetzt... Oh, ich habe den Charakter nicht gewählt. Okay, aber es ist ein 1 gegen 1. Und irgendwie... Ach genau, man kann seine Schläge auch aufladen, aber das habe ich noch nicht wirklich raus. Ich habe es nicht so viel gespielt, ist die Sache. Und es ist alles gerade noch recht verwirrend. Ich bleibe bei dieser Kombination mit dem Windwurm-Laser und dem starken Schlag. Und wie ich die auflade, ist, glaube ich... Zack! Ah, jetzt ist es aufgeladen. Und jetzt, wenn ich es verwende... Ah, man kann stillstehen bleiben und die aufladen. Ah, jetzt ist mein Schlag aufgeladen. Ach so, funktioniert das. Zack, okay. Gut, und das Ganze ist... Glaube ich, kann ultra taktisch werden. Tatsächlich. Oh nein, da hat sie mich gegrabt. Wenn man das ein bisschen besser kann. Gerade für mich ist es noch ein bisschen verwirrend. Bisschen arg verwirrend. Okay, da hat sie das nicht geblockt. Ich würde gerne meinen... Oh nein, ich hätte gerade nicht aufladen sollen. Oh Gott, da ist eine Bombe. Die gibt's auch. Die spawnen manchmal. Ah, okay. Oh nein, blong, 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 blong. Okay. Man kann auch einen Ulti-Grab machen, glaube ich. Dann durchbricht man auch den Schild. Und ja, das ist halt ein... Oh. Oh. Ah, ich habe Schaden durch den Schild gemacht. Tick. Also, wie es quasi funktioniert, meine zwei. Ich habe so einen starken Schlag, der halt... durch die meisten durchbricht, durch die meisten... Oh nein. Attacken und sie hat so ein... Also die dritte Waffe, die man hat, ist so ein Boomerang-Ding. Oh nein, das war der Crab. Oh nein, Crab darf man nicht blocken. Oh oh. Okay, ist gerade recht ausgeglichen. Muss ich aufpassen. Gerade hätte ich aufladen können. Ich warte mal, bis sie angreift und dann lade ich auf. Oh nein, das war nicht die Aufladtaste. Jetzt. Okay. Blocken, 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 ich will, nein, ich wollte blocken. Oh nein. Oh oh. Oh, die Zeit ist abgelaufen.
Ich hab verloren. Und wir spielen neuen Charakter und sind in einem 1 gegen 1 Kampf. Und wir sehen schon, ja, das sind andere Waffen, auch wenn das gerade recht ähnlich aussieht mit dem Blobber und dem Laser. Ich nehme mal statt dem Laser das da einfach, um zu wissen, wie das ist. Was dieser Charakter, glaube ich, konnte, was recht interessant war, war, er konnte sich so groß machen. Guck, wir sind gerade, also seine Fähigkeit ist quasi, ich kann so aufstehen oder nochmal einen kleinen Hüpfer machen. Und ja, das ist, glaube ich, die Fähigkeit von diesem Charakter. Weil das muss er auch machen, weil seine eine Waffe, ihr seht es gerade wahrscheinlich, die blubbt so einfach auf dem Boden. Wenn er sich nicht groß macht, kann er da nicht so viel machen. Heißt, ich mach mich groß, mach dieses Blub-Ding, dadurch bounce es länger. Und ansonsten, oh, hier ist eine Bombe, die kann man zu den Gegnern immer. Oh ne, blocken, sehr schön. Oh, er ist außer Gefecht. Nein, oh, das habe ich nicht genutzt. Ui, ui, diesen Boomerang-Dinger, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber ich muss sagen, im Prinzip, es gibt auch ein paar Tricks, zum Beispiel diesen Grab, wenn er zwei gleichzeitig macht. Den Grab kann man abwehren, wenn man nur mit einem trifft. Okay, groß machen. Oh nein, 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 nein. Da hat er seinen Grab getroffen. Oh, verdammt. Aber, was ich jetzt probieren will, ich habe meine Mega-Attacke. Und ich habe ihn beim erwischt. Oh Gott, es muss so viel Schaden gemacht haben. Oh nein, blocken. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, was das Schild macht, ist gerade die Sache. Das habe ich noch gar nicht. Hä? Das verfolgt denn ja irgendwie. Was war denn das für ein... Was ist das? Das ist ein Schild, was ihn dann rammt? Hä? Los? Ach, das kann ich... Nee. Nein, nein, nein. Maudado, konzentrier dich auf den Kampf. Passiert... Nein, nein, ich war doch... Oh Gott, wenn ich das jetzt verliere, weil ich... Long? Okay, ich habe ihn. Oh, Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe nicht wirklich Ahnung, was hier passiert. Aber es hat irgendwie geklappt. Wir wechseln mal. Obwohl, das Schild, eigentlich war der cool. Wir sind in einem 4 gegen 4 Kampf. Alle gegen alle. Also kein 2 gegen 2. Und, oh nein, der hat meinen Arm außer Gefecht geschaltet. Okay, okay. Ich habe es nicht geschafft, den Charakter zu... Weil ich muss sagen, ich fand den... Tatsächlich recht. Ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Es ist gerade durcheinander. Okay, den können wir. Okay, der war noch unverwundbar anscheinend. Warte, ist die Bombe gerade über mir? Ich würde gern. Hier, also hier an der Seite kann man immer so ein bisschen hochspringen. Oh Gott, und das hat mich erwischt und ich bin außer Gefecht. Oh nein, das ist gerade alles. Warte, wir schalten den da auf der Seite. Nein, warum mich? Nein, nein, nein. Oh nein, 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 nein. Ich bin hier außer Gefecht. Okay, warte. Du gehst mal. Okay. Oh, sind's. Warte. Oh, oh. Ich hätte aufladen. Okay, ich habe aufgeladen. Also, was ich damit merke, mit diesem komischen... Oh nein, ich bin nicht tot. Nee. Nein, 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 nein. Okay. Dieses Schild ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ah, okay, ich muss das noch ein zweites Mal auslösen, damit es was macht. Aber ja, das war es jetzt auch mit mir. Oder nein, was nicht? Okay, okay, okay. Können wir zu tot kommen und... Oh, das wäre... Ja, wir haben es noch geschafft! Wir haben es noch geschafft! Was zur Hölle? Cool. Wir sind Mr. Bubble. Und wir spielen mit dem nächsten Charakter, und zwar ein Ninja-Charakter. Ihr seht, wir haben hier so einen Boomerang, so eine Faust und so Tripolonis. Das sind so dreidinger Maschi-Manschi. Nein, ich wollte die Tripoli... Oh, oh. Okay. Ich wollte nicht das auswählen. Was wir machen sollten, glaube ich, wir sollten mal dieses Waffenaufladen benutzen, was sie ja auch anscheinend macht. Die Fähigkeit, die der Ninja hat, die kein anderer hat, ist... Die konnte treten die ganze Zeit, das wusste ich ja gar nicht. Wenn ich in Luft bin und dashe, dann mache ich das da. Die andere Fähigkeit ist, wenn ich blocke... Gott, dann weiche ich automatisch aus. Aber jetzt sollte ich auch mal... Okay, zuschlagen. Heißt... Oh Gott. Damit sollte ich ein bisschen arbeiten. Okay, sie war betäubt, wie Kremse. Okay, jetzt Konzentration auf den Kampf. Okay, haben wir. Oh, das ist ja richtig gut. Der Lay... Oh, das ist ja richtig ob gegen diesen blöden... Ach, was heißt blöden? Ich mag den auch. Nein! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, wir machen halt verhältnismäßig, glaube ich, viel weniger Schaden, ist das Problem.
Okay, okay. Spam, 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 spam. Oh, sehr gut. Kombot. Okay, zu früh gehuckt. Ich weiß nicht, ob man das auch überhaupt kombon kann. Nein, ich habe doch geblockt. Okay, ich versuche einfach mal irgendwie... Ja! Oh, ja, wir haben es geschafft. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Tut mir leid. Story. Wir haben es geschafft. War aber auch nervenaufreibend. Und dann spielen wir noch eine Runde mit dem, in Anführungsstrichen, Standardcharakter. Das war der vorgestellte Charakter. Oh, der hat nur zwei verschiedene Waffen. Okay, ja gut. Wenn das so ist, dann werden mir die zwei... er hat genau dasselbe ausgerüstet. Allerdings spielen wir gegen den Ninja-Mann. Ah, und ich nehme einfach mal an. Ah ja, ich mache so einen kleinen Sprung, wenn ich dash. Ach so. Okay. Oh Gott. Ich will meine Schläge eigentlich gerade mal aufladen. Mach ich mal. Okay, mein... Oh, nein, 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 nein. Okay, die ist aufladen. Ah, wenn man getroffen wird, wird die Aufladung weggehauen. Und nach einer Weile bekommt man sie sowieso anscheinend. Okay. Oh, mach ich das Ding mal kaputt. Oh, oh. Okay. Oh, verdammt. Okay. So, den haben wir einmal mit dem... Ich muss sagen, mit diesem Boomerang kann ich auch nicht wirklich umgehen. Oh, Blong, ich wollte doch Blong. Oh nein. Das ist jetzt aber doof. Oh nein. Komm schon. Ja, ein Grab. Okay, sehr gut. Okay, und danach werde ich einfach... Komm schon. Krieg ich ihn? Ja, ich krieg ihn. Oh, ich hab alles durchbekommen. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Nein. Oh, das war doof. Der wartet, glaube ich, gerade immer drauf, oder? Okay, er hat gedasht. Ist eigentlich, glaube ich, sogar schlau, immer so ein bisschen... Oh, das war... Also, in der Theorie halt. Okay, okay, blocken. Oh, schade. Nee, ich glaube, hooken ist immer... Oh, nein. Komm schon! Ja, ich habe ihn, oder? Ja, ich kriege ihn. Oh, ja. Nein, ich habe ihn nicht. Oh, nein. Oh. Nein! Ah! Zeit ausgelaufen, aber ich bin noch K.O. Oh, wie knapp war denn das? Wie knapp war denn das? Okay, das ist echt... Oh, huh. Nachdem wir jetzt die schnelleren Charaktere gespielt haben, wollte ich einfach nochmal Min Min spielen, um zu schauen, ob ich mit der immer noch gut klarkomme. Und ich würde sagen, wir nehmen wieder unseren Lindwurm und unser... Ja, unser Schlag. Und laden mal beides auf. Okay, und schauen. Oh, das ist jetzt natürlich unpraktisch. Um sich, wie gesagt, hier orientieren zu können, ist es ganz praktisch. Okay, dann habe ich... Nein! Das war ja ein absoluter Counter. Wenn man sich am Fußboden an dieser Spur orientiert. Okay. Oh, schade. Das Problem ist beim 2 gegen 2, oh, gerade gegen den... Nein, nein, nein. Was passiert hier? Ach, ich habe jemandem wehgetan. Ich war es, der hier gerade was Gutes gemacht hat. Das Gute, Schwere ist hier. Ich glaube, hier darf der Schleimmann echt nicht oben stehen, sonst... Okay, wir haben gerade beide geultet. Ich weiß nicht, welch... Oh, oh. Nein. Oh, das war so dumm, dass mein... Nein, 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 nein. Okay. Oh nein, ich habe den... Oh, ich hab den gehuckt, als mein Spielpartner die Ulti gemacht hat. Das war überhaupt nicht gut. Okay. Der... Ist der tot? Nein. Hä? Ich will... Okay, wir haben irgendjemanden K.O. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Komm schon, ein Laser. Okay, ich habe ihn. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Puh, das kostet mich noch alle Nerven. Das Spiel kostet mich noch alle Nerven. Ich sag's euch. Wiederholung. Ja, wir haben gewonnen. Ja gut, ich muss sagen, das Spiel hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich fand das Design sehr cool. Als ich es erstmal auf der E3 gesehen habe. War das auf der E3? Auf jeden Fall das erste Mal, als man den Trailer gesehen hat, fand ich das Design von dem Spiel sehr cool. Und im Prinzip, die Idee ist ja auch nett, aber ich war halt nie wirklicher Freund von so Prügelspielen. Also Tekken oder so habe ich nie wirklich viel gespielt oder gerne. Aber ich muss sagen, ist schon gewesen. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Video. Das Spiel ist ja noch nicht raus. Aber vielleicht sehen wir uns noch einmal, wenn es draußen ist. Und dann kommt ja auch irgendwann Splatoon und auf Splatoon freue ich mich ultra. Tschüss! Und die Musik vom Spiel ist super.